Okay, jetzt reden wir erstmal hier unten. Mit der Profi-Jägerin ist es, glaube ich, genau. Na, wen haben wir denn da? Hast du urzeitliche Plagen schon abgeschlossen? Nicht übel, Kronschlabe, nicht übel. Hier sind die versprochenen Quests. Es handelt sich um 3 unterschiedliche Erntetouren. Die Touren führen dich zum Frosteweg, zur Vulkanmulde und zum Himmelsberg. Du siehst so aus, als ob du es gar nicht abwarten könntest, dir die Hände schmutzig zu machen. Ich habe die Quest bei der Gildenjungfer eingereicht. Hey, ich weiß, du willst auch ein Profi sein. Geduld, Grünschnabel, Geduld. Okay, und gleich die nächste. Hey, Grünschnabel, ich hoffe, du gehst mit Köpfchen ran und nicht nur mit Muskelkraft. Ich habe hier etwas für dich. Eine weitere Pflichtquest für eine vielversprechende Jägeranwärter wie dich. Aber bevor ich dich in diese kleine Geheimnis einweihe, musst du mir noch einmal zeigen, dass du das Zeug dazu hast. Dann wollen wir doch mal sehen, wie du mit Wüstenwüstlinge zurechtkommst. Wenn du diese Aufgabe erledigst, erzähle ich dir alles über die Pflichtquests. Gib nicht auf, Grünschnabel. Wir müssen uns auf die nächste Herausforderung stürzen. Okay. Also gleich nochmal eine nächste Quest hinterher. Wüstenwüstlinge. Ein Monobloss und irgendwas. Schauen wir mal, was das andere sein wird. So, zumindest haben wir jetzt die 3 Erntetüren. Das gefällt mir sehr gut. Weil, echt 8 Remobras? Wirklich? Wie unnötig ist das denn? Na gut. Aber die Erntetouren finde ich schon mal sehr schön. Weil da kann ich dann auch höheres Erz rausholen. Und das eventuell dann auch verarbeiten. So, ein Langombi und einen roten Kezu. Das sollte eigentlich gut sein, weil der rote Kezu dann einfacher sein sollte. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Deswegen machen wir das. Und da ich mehr Angst vor dem roten Kezu habe, werde ich da die Schwäche von ihm benutzen. Und das ist Wasser. Wenn ich es richtig weiß, aber also in Unite war es so, dass es Wasser war. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie das geändert haben. Es sollte auf jeden Fall irgendwie so in Richtung Wasser sein. Und da meine Wasserwaffe einfach die beste ist, machen wir das. Oder benutzen wir die. So. Ich will jetzt aber nochmal gucken. Vielleicht habe ich ja jetzt schon ein bisschen was von der Zeltas-Rüstung. Ne, Dober will ich eigentlich nicht. Nasilla, Mono. Was hat denn die Mono-Rüstung? Nein. Zetsukabra, nein. Gypgoros, Kezu, Kutku. Da, Zeltas. Handwerk, Artillerie und Schärfe. Ja, kommt es auf die Slots drauf an, sag ich mal. Aber wir brauchen sicherlich dann was für Handwerk. Außerdem Handwerk und Schärfe ist blöd. Weil da kann man keine Slots verteilen. Also bräuchte ich eh eine Mixrüstung. Ist also nicht ganz so mega. Okay. Gehen wir den roten Kezu an. Dann können wir uns nämlich eine Blitzwaffe machen. Sobald ich den da ein bisschen gefarmt habe. Wird zwar ultra eklig werden, aber naja, schauen wir mal. So. Oh, schon wieder nichts Frisches? Wow, also heute... Heute ist es echt ein bisschen mager, muss ich sagen. Na. Na also, wenigstens mal die Verteidigung. Okay. Jetzt will ich aber nochmal kurz bei der... Ding schauen. Bei der Waffe, Ausrüstung verbessern. Das ist bei der Schwarzwächter. Die Wachenklinge, genau. Ach, schade. Wir brauchen ein bleiches Steak. Und der andere hat bloß einen bleichen Knochen gegeben. Das bleiche Steak ist dann halt High Rank. Im Vergleich zum bleichen Knochen, der bloß Low Rank ist. Halt. So. Ja, wir werden es schon schaffen. So. Jetzt packen wir erstmal das ganze Zeug hier ein. Die Gegengifte kann ich weg. Davon nehme ich die Megatränke nochmal mit. Nehme Heißgetränke wieder mit. Will ich den fangen? Beim Fangen ist halt die Chance höher, dass ich da eine Dings bekomme. Ein bleiches Steak, glaube ich. Ich kann ihn eventuell mal fangen. Ja, das mache ich mal. Bei ihm sieht man es ja relativ gut. Ich nehme eine Fallgrube mit.
Wenn die dann halt daneben geht, dann meine Güte, dann geht's wieder daneben. Ah, ich bräuchte aber vielleicht ein paar mehr Berührungsbomben. Okay. So, das sollte passen, weil ich weiß nicht, wie er auf Schockfallen reagiert. Ich glaube nicht, dass er... ein paar Störenfriede haben den Karren eines befreundeten Händlers beim Frostseeweg abgefangen. Bringen die Karren sicher zurück, damit der Nektar, den sie transportieren, auf den Markt gelangt wahrscheinlich. Natürlich spawne ich jetzt im Linksgebiet. Im Startgebiet. Ich habe viel zu viel Heißgetränke dabei, um das mitzunehmen. Okay. Zuerst Langombi? Eigentlich schon. Eigentlich wäre es, glaube ich, sinnvoller, zuerst den Langombi zu erledigen. Dann wäre der weg. Weil ich meine, der rote Ketsu macht ja nichts, wenn der Langombi hier rumrennt. Und deswegen... Aber ich denke, dass der Langombi mir in die Quere kommen könnte, wenn ich den roten Ketsu versuche zu erledigen. Und das wäre ein bisschen uncool. Deswegen machen wir zuerst den hässlichen Schneehasen. Aber wenn ich jetzt nicht so... Naja. Ich brauche es jetzt nicht so unbedingt, sagen wir es mal so, ihn jetzt zu erledigen. Mir hätte auch bloß der rote Ketsu gereicht. Aber naja. Kann man nichts machen. So müssen wir das jetzt durchziehen. Okay, halt. Ach, ich hasse es, wenn ich dann noch in der Animation bin und deswegen das Schild nicht rausholen kann. Es wird jetzt natürlich ein Spaß, dass der mehr aushält. Außerdem kann ich jetzt nicht einfach so auf seinen Kopf drauf springen, da ich jetzt zweimal machen muss. Wow, das war knapp. Und ich mache ihm jetzt relativ wenig Schaden mit der Wasserwaffe. Das kommt ja noch dazu. Nochmal, nein. Aber das, okay. Aber da macht er theoretisch bloß Schaden auf dem Punkt, wo er vorher war. So kann man es ja eigentlich sehen. Ich hoffe einfach, dass er relativ schnell stirbt. Mit der Feuerwaffe sollte er eigentlich, aber wie gesagt, jetzt habe ich halt die Wasserwaffe. Da das eigentlich die Schwäche vom roten Ketsu sein soll. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht geirrt. Aber eigentlich wechselt die Schwäche vom Ketsu zum roten Ketsu zu Wasser statt Feuer. Wenn ich da richtig lieg. Ah, komm, was? Beides mal nicht getroffen? Schade. Gerade so. Wow, ich hau aber gerade wirklich die ganze Zeit daneben. Ich meine, er auch. Aber bei mir war es eigentlich wichtiger. Ach, verdammt. So. Was wollte ich tun? Achso, ich wollte einfach bloß mal die Axt wegpacken, damit ich wieder ein bisschen aufladen kann. Okay, jetzt aber... Ach, und jetzt geht er nicht weit genug. Natürlich nicht. Bitte humpel schon. Schade. Wäre zu schön gewesen. Es war so klar, dass du es machen willst. Du bist so durchschaubar. Ach, nein. Okay, so viel Schaden macht es aber gar nicht, zum Glück. Wahrscheinlich macht es das Draufstampfen eher Schaden. Ich meine, höchstwahrscheinlich. Ach, komm schon. Jetzt. Stell dich nicht so an. Stirb einfach wie ein echter Schneehase. Wenigstens ist er gerade nicht so ätzend und macht die ganze Zeit bloß dieses Rumrutschen. Das sind eigentlich immer am ekligsten. Okay. Wieder nach vorne, ja. Zum Glück kann er es aber bloß zweimal machen. Vielleicht kann das dann im G-Rank irgendwann dreimal oder so machen oder mehrmals halt tatsächlich. Okay. Na, wäre sehr schön. Oh Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, dass er wenigstens ein bisschen noch in einer Schadensanimation steckt. Oder stecken bleibt. Es war wirklich sofort raus wieder angegriffen. Wow. Wo sind eigentlich meine beiden Katzen? Wo ist meine andere Katze eigentlich gerade? Achso, das ist die. Die sind aber beide K.O. Wow. Der Schneehase hat ganze Arbeit gemacht, meine Katzen zu erledigen. Wie auch immer. Weil so stark ist er jetzt wirklich nicht. Na gut. Von mir aus. So, dann wie gesagt, hoffe ich jetzt einfach mal, dass das hier
das Ende von ihm sein wird. Den werden wir jetzt schnell erledigen. Weil ich meine, auch wenn er Wasser natürlich relativ gut standhalten wird, sage ich jetzt mal, so macht meine Waffe ja trotzdem gut Schaden so an sich. Und es ist trotzdem noch Schaden, auch wenn das Element nicht passt. Und ich meine, es ist ein Schneehase in der Doppelquest. Das sollte jetzt eigentlich echt keine extreme Quest sein. Nein, 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 nein. Oh, wow, das macht Schaden, ja. Oh Gott. Aufpassen, ansonsten sterbe ich jetzt gleich noch an ihm. Weil die High-Rank-Monster machen definitiv schon Schaden. Es ist so. Gut, man muss sagen, ich habe auch immer noch Teile von Low-Rank, von der Low-Rank-Rüstung. Jetzt sind wir an sich schon Mitte High-Rank. Ach, verdammt. Ein bisschen zu schnell getippt. Das war jetzt natürlich ein bisschen verschwendete Heilung. An sich schon ziemlich verschwendet. Schade. Ach, jetzt komm schon. Ach. Stirb doch jetzt einfach bitte. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn ich das jedes Mal machen kann, wenn ich den roten Kezu farmen muss. Wow. Vor allem, ich will eigentlich nicht von der Wasserwaffe wechseln. Also ich überlege jetzt schon für später. Will ich aber eigentlich trotzdem bei der Wasserwaffe bleiben. Weil die einfach dem roten Kezu gut Schaden machen wird. Da hatte ich übrigens gerade zweimal eine gute Chance, um ihn anzugreifen. Und zweimal habe ich ihn überhaupt nicht getroffen. Ach, allgemein, ich sollte die Axt einfach nicht draußen lassen. Oh Gott. Ach, bitte Humpe. Nein. Ach, wow. Manche Viecher halten einfach viel zu viel aus. Okay, man muss sagen, die Ausdauererholung mit Eis ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, da ist Wasser echt schlimmer. Weil das geht ja schon relativ fix. Und dann macht Eis hier in dem Teil irgendwas anderes. Oh toll, jetzt ist er in Höhlen. Dort, wo ich eigentlich nicht hin will. Okay. Ja, nochmal Agro. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Das heißt auf jeden Fall, dass wir ihm Schaden machen. Wenigstens. Ach, komm schon. Das macht wirklich halben Schaden. Okay, einmal im Kreis. Zum Glück hat er da so einen geringen Wendekreis. Ansonsten wäre das sogar richtig gefährlich, die Attacke. Kann man einfach zwischen ihm stehen bleiben. Passiert einem eigentlich nichts. Okay, dann nochmal ein bisschen Heilung. Das Vieh stirbt tatsächlich einfach nicht. Okay, verdammt. Ach, jetzt pralle ich da auch schon ab. Habe ich wieder gar nichts getroffen. Oh, meine Güte. Ja, bloß überrollt. Das wird hier schon eine richtige Quest gegen das Vieh. Hätte ich jetzt echt nicht für möglich gehalten. Ich verbrauche bei dem schon beinahe 10 Megatränke? Wow. Ja gut, klar, von den Elementen einfach kann ich mir fast schon vorstellen, dass der vielleicht so... Er wird definitiv kürzer brauchen, klar, als der Kezu. Aber irgendwo im Bereich vom Kezu wird er wahrscheinlich auch schon liegen. Von der Länge her. Was dann irgendwie schon krass ist. Wenn man da mal sieht, was das Element so alles ausmachen kann. Ach, und ich lasse mich halt auch die ganze Zeit treffen. Es ist halt echt schwierig, sich bei den, ja, bei dem Vieh nicht treffen zu lassen. Und er ist immer noch nicht tot, wow. Nochmal Agro. Na komm. Da nochmal rein. Nee. Es war eine super schlechte Idee, das Wasserelement zu benutzen. Ich hätte vielleicht doch nachschauen sollen, was der rote Kezu noch hat. Ja, wobei, Feuer und Wasser habe ich bloß. Und Drache. Ich glaube nicht, dass die beiden besonders schwach gegen Drache sind.
Wirklich, er ist da durch den Fels durch. Okay, er sabbert gerade. Wobei das jetzt scheinbar echt nichts ändert an seinem Angriffstempo. Dann wenigstens bleibt jetzt mal kurz stehen. Dankeschön, wow. Das war was. Kann ich mir jetzt aber wenigstens kurz die Dings zusammenholen. Ja, wunderbar. Jetzt dann nochmal kurz schärfen, falls mich die Konchus lassen. Wahrscheinlich zwar nicht, aber gut. Ah, okay, das eine ist umgeworfen. So. Ach, aber kein Maximal. Das heißt, oh Gott, Haikezu. Nein, 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 nein. Okay, er ist einfach mal vorbeigelaufen. Und jetzt hat er mich gesehen. Okay. Es hat jetzt 10 Minuten gebraucht, bis wir den Langombi gekillt haben. Wow. So, damit haben wir die Unterart vom Kizu, und zwar den roten. Der jetzt erstmal schon verdammt groß ist. Und ich habe jetzt keine Ahnung, was der Unterschied zwischen ihm und dem anderen Kizu ist. Außer, dass ich ihn jetzt hoffentlich leichter umhauen kann als den letzten. Mehr Schaden sollte ich jetzt dann sicher machen. Schauen wir mal. Ja. Okay, er kann Sprung zurück. Wow. Und das war irgendwie... Ah ne, das Ding ist bloß umgekippt. Er kann also einen Sprung zurück, ja. Das ist aber bloß eine Elektrokugel. Ach so, eine Elektrokugel, die dann explodiert. Okay. Ach, verdammt. Ich glaube, es hätte eh nicht getroffen. Und er kann den Schock dauerhaft, oder wie? Also den Nachschock. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, das wird toll. Jetzt kann man dann nie sicher gehen, dass er... Nein, was tue ich, was tue ich? Okay. Man kann halt nie sicher gehen, wenn man neben ihm steht. Und das hasse ich halt so ein bisschen am Kezu. Okay, sehr schön. So, und schnell weg. Okay, jetzt ist er aggro. Das heißt, es geht wenigstens schnell. So muss man sagen. Ich weiß es nur nicht, was ich jetzt alles anderes kann. Das ist halt ein bisschen gefährlich. Aber mal kurz ein bisschen ranpieksen. Reicht schon. Okay. Es macht aber halt Schaden, wenn er das dann macht. Sicherlich macht es Schaden, so muss man es sagen. Nein, nein, nein. Ach, verdammt. Okay. Zum Glück jetzt keinen Dings auf dem Boden. Oder irgendwas. Das hätte er echt auch wieder fies nachkombinieren können. Und das ist einfach so ein bisschen... Das ist Kezu. Dass er eigentlich die Überhand dadurch gewinnt, dass er irgendwie eine fiese Sache macht. Okay. Ich muss dringend eigentlich mal nachladen. Okay. Okay, das kann er immer noch. Ich dachte, dass er das mit dem Elektroschuss dann da wegbekommen hat. Hat er aber leider nicht. Okay, und wieder normal. Vielleicht bringen wir dadurch gleich jetzt in Agro-Modus. Ich glaube aber nicht. Nee, es ist noch ein bisschen zu früh, dass es so schnell Agro wird. Ach, was? Okay. Wow. Die Conscious hat es voll weggehauen durch seinen Schrei. Sehr cool. Ah, jetzt so auch noch nie gesehen. Okay, das waren auf jeden Fall ein paar gute Kombos, die wir da rausgehauen haben. Hat gerade relativ gut funktioniert. Ach, schade. Das ist echt die beste Möglichkeit, da einen bleichen Knochen oder ein bleiches Steak rauszubekommen. Wenn er gerade diese ätzende Kotze auf dem Boden macht. Ach. Da konnte ich mich gerade nicht bewegen, weil ich blöd mit der Kamera irgendwie war. Na gut, aber so viel Schaden hat es nicht gemacht. Es sind echt die Blitzangriffe, wo ich sehr vorsichtig sein muss. Blitzangriffe und sein Schweif. Kann aber sein, dass sein Schweif immer schon stark war. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Na komm schon, jetzt komm mal wieder runter hier. Okay, er flüchtet. Na dann. Dann mach's bitte ein bisschen schneller. Es ist so schlimm, wenn der Kezu immer so ewig braucht. Weil er das macht, dann ist er wieder an der Decke und so. Es braucht dann halt einfach eine halbe Ewigkeit. Bis er irgendwo da irgendwie hinkommt. Okay, verdammt. Oder? Doch, er fliegt dorthin. Schade.
Ich dachte, dass er gleich hier hin, aber gut, bis er landet, ist es eh nicht so schlimm. Hätte aber sein können, dass er noch weiter fliegt. Das wäre dann blöd gewesen, wenn, ja, wenn ich dann einfach gleich weitergehe. Okay. Das hätte jetzt sogar getroffen. Trifft aber immer noch. Sehr schön, Nummer 1. Aber er hat jetzt mehr Angriffe, wo er, wow, das war verdammt knapp. Er hat jetzt mehr Angriffe, wo er, nicht unbedingt gefährlich ist nach vorne. Oder nicht gefährlich ist, während man an ihm dran steht. Halt eher so Reichweitenangriffe. Na komm, ich greife dich da gleich nochmal. Wunderbar, sehr schön. Sind wir gleich mal auf ihm drauf. Wird er gleich aggro? Nein, er schreit zuerst. Sehr schön, kann ich mir so ein bisschen einen Vorteil erschaffen. Das reicht sogar. Prima. So, und jetzt gleich hier einfach ein bisschen drauf. Da nochmal ein bisschen einfach in den Körper rein, auch wenn es jetzt nicht der Kopf war. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist auch gar nicht notwendig, den Kopf zu treffen für so ein bleiches Steak. Bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Okay, wieder aggro. Sehr schön hingefallen, perfekt. Wobei er da schnell wieder aufstehen wird. Egal. Gut, zum Glück kein Angriff nach hinten. Also kein Wurf nach hinten. Oh, wow. Das macht er jetzt verdammt schnell. Da schnappt er jetzt richtig zu. Ja, ist aber nicht schlimm, weil das kann er wirklich bloß frontal nach vorne. Sehr schön. Die Kombo muss ich theoretisch machen, damit ich dauerhaft mein Schild habe. Ich warte ja bloß, bis er das... Was? Zu weit die Reichweite? Wow. Und der Nachschock. Nein, kein Nachschock. Okay. Oh, meine Güte. Aggro Ketsu. Das Schlimmste, was es gibt. Okay. Ja, scheint nicht mehr aggro zu sein. Weil das hat jetzt sehr, sehr langsam schon wieder gemacht. Und wieder hingefallen. Wunderbar. Da nochmal ein bisschen auf den Kopf. Das wäre eigentlich unklug gewesen. Okay, das war sein Kopf. Oh Gott. Oh. Wow, das hat mich nie mal zurückgestoßen, aber bloß derben Schaden gemacht. Ich könnte jetzt tot sein. Nein, 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 nein. Oh, nein. Oh, wow, das macht Lähmung. Wie mies. Oh, ich hatte es geblockt, was eigentlich... Das hätte eigentlich nicht mal funktioniert. Ich war eigentlich tot, ja. Ah, der Ketsu macht mir echt gerade zu schaffen. Einerseits natürlich, weil ich minus 12 Blitz habe. Aber andererseits, weil... Ja, es ist einfach typisch Ketsu. Einfach typisch seine furchtbar schnellen Angriffe. Das, dann nehmen wir die Ration mit. Mini-Wettstein und das. Okay, können wir alles sogar mitnehmen. Sehr schön. Sind wir gar nicht so dermaßen überladen. Ach, aber das ärgert mich jetzt, dass ich schon wieder gestorben bin. Gegen Ketsu habe ich echt gerade keine... Ja, sieht gerade echt nicht gut aus, muss man sagen. Ich hoffe, dass er jetzt beinahe umkippt. Oder bald umkippt. Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Wir werden ihm definitiv gut Schaden gemacht haben mit dem... Mit der Wasserwaffe jetzt. Nur ich weiß nicht, ob gut genug Schaden. Okay, wir haben Erste-Hilfe-Arznei Plus. Das ist natürlich auch super. Das heißt nämlich, dass wir da richtig, ja, uns richtig gut heilen können damit. Ach, schade. Es wäre alles in Ordnung gewesen, würde es keine Lähmung machen, sondern bloß... Wow, danke. Sondern bloß Blitzschaden. Dann wäre das alles in Ordnung gewesen. Aber so war das halt ein bisschen eine blöde Aktion. Oder Situation auch. Naja. Wie gesagt, ich vermute einfach mal, dass wir ihn schon relativ gut runtergehauen haben. Da er A ja eigentlich weniger aushalten sollte und B wir eigentlich seine Schwäche haben. Und man sieht ja schon, dass er relativ schnell schon aggro wird. Okay, ich sollte mal ein bisschen meine Ausdauer sparen. Das war knapp, wow. Ich habe immer noch nicht aggro. Ich vermute jetzt... Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich vermute jetzt eigentlich jeden Schlag, dass er aggro wird. Hätte mich auch stark gewundert, wenn nicht, wie gesagt. So, jetzt wird er gleich wieder komplett austicken.
Da bin ich jetzt fast schon froh, wenn er die Zeit da gerade, wow Gott, an der Decke verbringt. Weil wenn das kann er mir nicht auf die Nerven gehen hier unten. Oh Gott, ja, oh Gott. Vor allem, er kann so viele verschiedene Attacken, es ist echt schwierig da abzuschätzen, was er denn jetzt machen wird. Wenn man zum Beispiel vor ihm steht. Ja. Da nochmal zurückgezuckt, sehr schön. Und das kann er auch relativ schnell kombinieren, ja. Das an sich nicht so wirklich. Na, das ist aber so gefährlich jetzt. Aber ich glaube, das ist nicht Magro. Nee. Also es geht schon wirklich ziemlich schnell, dass er da den Agro-Modus verliert. Das gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Weil dadurch ist dann halt keine so eine mega Aufgabe, ihn da rauszubringen. Wieder. Okay. Er lässt hier aber auch irgendwie gerade überhaupt nichts fallen. Sehr schade. Ja, nein, er hat gerade sein Links verloren. Oh Gott. Da hat er jetzt was fallen lassen. Dafür sollte er jetzt eigentlich erstmal runterkommen. Genau. Was hast du denn für mich? Ein helles Extrakt, ne? Immerhin, sag ich mal. Ist besser als nichts. Wow, wow. Hätte den Schweif getroffen, wenn er da nicht gerade... Das wollte ich an sich nicht so wirklich. Lief alles nicht so wie geplant. Ich sag's mal so. Nein, was? Ach, verdammt. Flüchtest du jetzt oder machst du da einfach bloß wieder Blödsinn an der Decke? Wahrscheinlich letzteres. Ne, er flüchtet gerade. Okay. Haben wir schon in dem Gebiet? Ah, je. So, bringt es ihn gleich runter? Naja. Wie man es nimmt, sagen wir es mal so. Er ist definitiv runtergekommen, aber ich denke nicht, dass es das von der Bombe war. Okay, er steht schon. Wunderbar, okay. Also machen wir ihm doch schon ziemlich gut Schaden damit. Da nochmal, dann sollte er eigentlich definitiv bereit sein. So. Jetzt ist nur die Frage, wann... Also flüchtet er jetzt gleich nochmal oder wie sieht es aus? Ah, ich traue mich fast schon nicht, jetzt das schon zu machen. Wobei er eigentlich schon bereit sein sollte. Ach, kurz davor. Wie gesagt, eigentlich schon. Es wäre schade, wenn wir das jetzt nicht bekämen. Aber eigentlich, wenn er so dasteht, dann sollte er... Es ist so wie gesagt, wenn... Na gut, Rathalos und Rathian humpeln ja dann schon, wenn sie in die Richtung gehen. Er macht ja eigentlich das Ähnliche. Nein, 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 nein. Das war Glück. Zum Glück ist es da nicht so hundertprozentig präzise, oder muss es nicht so hundertprozentig präzise sein. Nein, was tue ich denn? Ach. Ich komme gerade so ein bisschen durcheinander, sage ich mal. Was ich denn machen will. Okay, jetzt sollte er eigentlich soweit sein. Jetzt sollte er eigentlich im oberen Rand sein. Um davon getroffen zu werden. Wow. So, schauen wir jetzt mal. Das ist gar nicht so gut. Wobei, er rennt gerade direkt durch. Nein. Auch wirklich Kezu. Nur einen Schritt zurück, nur einen Schritt zurück. Oh Gott, das Nachschocken. Ach. Na toll, nochmal hingefallen. Ach, ich sehe schon, der flüchtet jetzt gleich. Nein! Ah, ich wollte gerade sagen, oder stirbt. Oh, nö. Ach, ich wollte gerade aufhören. Ich wollte noch den einen Schlag machen und mehr nicht. Also es ist wirklich so. Wenn er so dasteht, dann ist er eigentlich fangbereit. Oh, schade. Donnerbeutel. Ah, jetzt können wir es wahrscheinlich mit dem bleichen Steak vergessen. Man hat gesehen, dass die Schwäche definitiv Wasser von ihm ist. Ach, er war so knapp. Toll, jetzt habe ich auch eine Beruhigungsbombe verschwendet. Ach, so knapp. Aber ich habe keinen einzigen Megatrank bei ihm verschwendet. Wow. Also der Kizu ging jetzt irgendwie deutlich besser als der andere. Nee, ich bin gestorben, oder?
Ja, genau, ich bin gestorben, okay. Ach Quatsch, ich habe ja auch welche verschwendet, klar. Bloß jetzt später noch. Nicht, also der zweite Teil lief relativ gut. Dafür aber der erste nicht. Oh, aber wieso habe ich den nochmal angegriffen? Ich hätte ihn eigentlich nochmal angreifen dürfen. Aber ich war mir unsicher, wie viel Leben er noch hat. Schade, wirklich schade. Da hätte man nämlich noch gut was rausholen können. Ein Langombi-Ohr, okay. Ah, nochmal ein Ohr, wow. Die Ohren sind zwar cool, aber ich hätte doch ganz lieber ein Dings gehabt. Aber gleich eine Silberkrone, okay, der war aber schon groß. Ich hätte aber eigentlich lieber einen bleichen Knochen gehabt. Hätten wir die Rüstung besser gehabt. Quatsch, die Waffe.